So, nächster Punkt, Handprint. Weil, wenn man was tun will, dann kann man ja was machen. Und was wir hier abgebildet haben, ist kein Handprint, sondern ein Footprint. Den Footprint werdet ihr kennen. Der Begriff ist in die Welt gebracht worden von Ölkonzernen. Wissen wir, Ölkonzerne wissen seit 50 Jahren, dass sie die Erde abfacken. Wissen wir auch und so weiter. Und die haben den Footprint erfunden, um zu sagen, wir müssen uns doch nicht ändern. Du musst dich mal ändern. Was ist denn dein Fußabdruck in der Welt? Zeig doch mal her. Oh! Bist du auch schon mal geflogen? Ja, du Bastard, dann kannst du doch hier nicht demonstrieren und so weiter. Also, na, aber der Begriff ist halt in der Welt und er drückt quasi aus, was ist denn jetzt meine Auswirkung im Bereich CO2, im Bereich Umwelt und so weiter. Also, was ist mein Fußabdruck in der Welt? Ist eigentlich an sich ein schönes Bild. Außer wenn man halt die Geschichte kennt, dann ist das irgendwie gruselig. Aber auf jeden Fall, es geht darum, selber zu schauen. Das ist die Hausaufgabe. Das ist eigentlich in Verantwortung für sich selber und für kommende Generationen eine Sache des Anstandes, das vernünftig zu managen. Also zu schauen, was sind jetzt Emissionen, was sind denn jetzt die Auswirkungen meines Handels, meines wirtschaftlichen Handels. Und aber eigentlich sollte es die edelste Pflicht von Unternehmen sein, die das ernst meinen. Alle behaupten ja, sie meinen es ernst. Ist das nämlich Handprinting, dass ich nämlich sage, ich bin ein mächtiger Akteur und jedes Unternehmen ist ja auf irgendeine Art mächtig, auch wenn sie immer versuchen, sich klein zu denken, um sich der Verantwortung davon zu stehlen. Aber jedes Unternehmen ist mächtig und auch andere Organisationen, auch einzelne Akteure natürlich. Aber Unternehmen sind hier besonders schuldig, finde ich, weil die müssten sich nämlich eigentlich ihr Gesicht zeigen. Handprinting meint, ich nehme teil am Diskurs. Ich versuche, die grundlegenden Rahmenbedingungen zu ändern. Das ist quasi Lobbying for good, dass man sich einsetzt dafür, nicht nur sagt, ich hab mein Shit together, sondern auch, dass ich halt eben rausgehe und sage, hör mal zu, wir haben hier ein Problem. Und nicht nur das Problem benennt, sondern vielleicht auch einen Akteur benennt oder das dahinterliegende Problem. Was momentan gemacht wird, ist so Virtue Signaling. Das ist halt im Begriff, der von rechts auch irgendwie bewaffnet wurde und so weiter. Ist aber in der Sache nicht falsch, dass man eben sowas macht wie es Weltfrauentag. Dann macht man kurz die Finger hoch, macht so ein Tafeldings in irgendeinem Social Media Netzwerk, pinselt vielleicht noch das Logo an und so weiter. Und am nächsten Tag kann man wieder Gender Pay Gap sagen und sagen, mir doch egal, und Frauen werden schlechter bezahlt und kriegen auch keine Führungsposition und so weiter. So, aber man macht das so einen Tag, macht man es anders. Das meint aber nicht Headprinting. Headprinting sagt halt, ich will das ändern. Und ich will es nicht nur bei mir ändern, weil das ist ja mein Footprint, sondern ich will auch, dass die ganze Scheißbranche und auch die Gesellschaft sich an der Stelle ändert und werde halt eben sowas machen wie eine Brancheninitiative oder werde halt eben was vorschlagen. Oder, und deswegen sage ich ja, jedes Unternehmen ist mächtig, selbst wenn du der scheiß kleine Schraubenlieferant in Kleineiching in Brandenburg bist, dann kannst du davon ausgehen, dass es da mindestens drei, vier Stadtverordnete gibt und wahrscheinlich jemanden Kreistagsabgeordneten, der dir zuhört, wenn du ihn anrufst. Und dann kannst du den ja mal fragen, was er denn legislativ vorhat, um an diesem spezifischen Problem was zu machen. Oder wie denn so seine Idee ist, um Klima zu machen. Oder aber du könntest zum Beispiel deinen Eigentümern vorschlagen, hör mal zu, ich finde, wir sollten, da sind wir bei den SDGs, die SDGs sagen ja teilweise, man soll halt eben sowas auch konkret Investitionen in nachhaltige Technologie in Entwicklungsländern, lass das doch mal machen. Das ist richtig eine Veränderung machen. Nur darauf zu achten, dass man selber keine Emissionen oder wenig Strom verbraucht, das ist ja Wohlfeil. Das geht ja auch immer mit Geld einher. Nein, nein, du musst halt wirklich dich einsetzen. Ich finde das sehr, 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 sehr traurig, dass wir eine Zivilgesellschaft haben, die halt neben dem, dass sie irgendwie versuchen muss, noch mit Lohnarbeit und all dem anderen, was wir so an gesellschaftlichen Schwierigkeiten haben, irgendwie klarzukommen, nebenbei Freizeit aufbringen muss, um uns selber das Überleben im 21. Jahrhundert zu sichern durch politischen Protest. Ich würde erwarten, dass Unternehmen sich dahinter versammeln und das vor allen Dingen treiben, weil sie die Mittel haben, die Macht und ehrlich gesagt in den meisten Fällen auch die Täter sind. Also von daher sollten die zuerst da sein. Ich würde erwarten jetzt nicht, dass sie jetzt Fridays for Future sponsern oder so, aber das wird ja schon was bringen, wenn man sagt, die Hälfte der Belegschaft kann da hingehen, Gesicht zeigen. So, oder halt eben sagt, okay, und wir organisieren jetzt einen Dialog. Nein, nein, aber was wir haben, ist ja genau das Gegenteil. Ne? Also dann, dass sie einerseits dann eben links blinken und sagen, ja, das machen wir, und gleichzeitig trotzdem versuchen, alles dafür zu tun, dass sich die Verhältnisse nicht verbessern, sondern eher verschlechtern. So, und genau darüber muss man reden. Genau, und bei dieser Beschreibung wird mir nochmal augenscheinlich bewusst, warum gewisse Verbote und Regularien Sinn ergeben, weil man damit Wettbewerbsgerechtigkeit schafft, wenn man ein Anliegen hat, Dinge ernsthaft zu verändern. Weil diese Selbstregulierung funktioniert ja nicht, weil man sozusagen ja im Profitwettbewerb ist. Das heißt, selbst wenn ich Goodwill drauf bin,
bezahle ich sozusagen in Profit. Ich ziehe immer den Kürzeren in diesem System. Ich habe immer einen Nachteil, wenn ich mich ethisch verhalte, solange es keine ethischen Richtlinien, Normen, Gesetze und so weiter gibt. Wenn man Gesetze schaffen würde mit Standards und wenn man sagen würde, das ist ab sofort verboten und alle Unternehmen müssten sich dem ausrichten, dann hätten wir einen fairen Wettbewerb im Sinne von Nachhaltigkeit, im Sinne von Klimaschutz und so weiter, weil dann würden diese Regeln für alle gleichsam gelten, unabhängig davon, ob ich jetzt irgendwie am Preis drehe oder was weiß ich. Da gibt es dann natürlich auch Lücken und so weiter. Das muss natürlich dann der Gesetzgeber, das ist ja ganz klar, also nur weil es ein Gesetz gibt, heißt ja nicht, dass es nicht gebrochen wird. Aber ich würde zumindest mal auch signalmäßig Tatsachen schaffen und sagen, jetzt haben wir auch eine faire Chance, ethisch überhaupt handeln zu können. Und deswegen ist es sozusagen sehr wichtig, dass Unternehmen eben, die wirklich ein Interesse daran haben, nicht nur versuchen, ihr Geschäft dahingehend bestmöglich auszurichten und zu gucken, wie sie dann über die Runden kommen, sondern wirklich Lobbying betreiben und zu sagen, okay, wir brauchen einfach klare Ansagen aus der Politik. Das geht in Zukunft, das geht nicht, weil diese rundherum offen für alles sein und wir regeln das mal irgendwie über den Preis, forget it, wird nicht funktionieren. Ja. Genau, schönes Beispiel dafür, von wegen, es geht dann irgendwie über den Preis und irgendwie auch so Leute, die halt irgendwie so blind an irgendwie so sagen, irgendwie, das wird jetzt alles Emissionshandel, wird alles richten. Ich darf zurückerinnern, vor 5 Jahren, da hat dann Frankreich interessanterweise, sollte man sich mal genau ansehen, da kann Deutschland sich auch 5 Scheiben abschneiden, was die da teilweise halt wirklich an progressiver Politik machen. Das ist sehr peinlich für uns, also im Sinne von, dass wir uns immer irgendwie da selbst einreden und dann haben wir den Nachbarn, der uns die ganze Zeit das immer wieder mal vormacht. Die haben nämlich damals eine Steuer eingeführt oder beziehungsweise davor schon eingeführt, die halt eben in Richtung Verteuerung von Energie, insbesondere im Bereich Mineralöl und so weiter gegeben hat. Und das hat dann dazu geführt, dass es eben zu den Gelbwesten-Protesten kam, weil man eben diesen sozialen Ausgleich nicht geschaffen hat. Und dann kamen halt die Proteste, war auch eine Querfront-Protestaktion, also sprich die Rechtsradikalen und die Linken haben sogar dann irgendwie da gemeinsam für das Ziel, wir wollen das nicht, gestritten. Und am Ende kam dann raus, dass tatsächlich das nicht weiter erhöht worden ist, obwohl das weiter hätte ansteigen sollen. Das heißt, immer dann, wenn sowas kommt wie jetzt, regelt der Preis. Ne? Ich habe das ja mal erzählt, so vor 15 Jahren, als man mir gesagt hat, ja, Herr Brudersen, wenn aber der Preis hier entsprechend steigt, dann wird sich ja ihr eigenes ändern. Am Arsch. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Die Preise für Energie sind gestiegen und was hat sich verändert? Nix. Und dann hat man versucht, sogar dann tote Technologie wieder neu zu beleben. Meiler, die schon lange nicht mehr sicher waren, wollte man mit aller Gewalt wieder anfahren und so weiter. Hier, da fällt mir doch nichts ein. Als man gesagt hat, Tankrabatt, das sollte ja eigentlich teurere Mineralölpreise, mehr Benzin, also teures Benzin, teures Diesel, sollte eigentlich zu Verhaltensänderungen führen. Nein, man hat dann eben dann Steuergeld genommen und das da reingepackt, damit man günstig. So, also diese ganzen Fehlanreize, die kommen dann ja, in der Theorie funktioniert das alles super und in der Praxis scheitert das regelmäßig. Und was glaubst du denn jetzt, wenn jetzt einmal der CO2-Preis richtig ansteigt und dadurch sich dann Produktionskosten verteilen, was wird dann passieren? Wenn sie dann über Nacht, nein, also vielleicht passiert das ja, werden wir ja sehen. Aber worum es geht, ist halt, wir müssen uns vielleicht mehr daran orientieren, aus der Vergangenheit lernen für die Zukunft und vielleicht einmal andere Wege gehen, die wir übrigens auch früher schon hatten. Nämlich diese Bürokratieabbaugeschichte. Wir wünschen uns ja gerade nur eigentlich Rahmenbedingungen zurück, die wir ja früher auch mal hatten. Und genau was du gesagt hast, viele dieser Sachen sollten eben Mittelstand schützen, sollten Minderheiten schützen, sollten gleichzeitig dafür sorgen, dass wir halt irgendwie auch die Umwelt oder eben auch sonst irgendwie Rahmenbedingungen schützen und so weiter. Das haben wir abgebaut, weil Bürokratieabbau, mit der Folge, dass einige Leute reicher geworden sind, viele Firmen gestorben sind und viele große, also wirklich besonders große davon profitiert haben. Mhm. Ja, tolle Wurst. Und jetzt haben wir genau diesen Machtapparat auf der Seite, der halt irgendwie sagt, so, ich verdiene noch so lange, bis die Welt aufgehört hat zu brennen. So, ne? Und das ist halt crazy. Deswegen, jedes Unternehmen, das nicht sowas hier macht, dem würde ich halt seine Sonntagsreden eigentlich nicht so gerne abkaufen. Also ich glaube, man muss da immer kritisch mit umgehen und fragen, wie sieht denn eigentlich dein Handprinting aus? So, dass du deine Dings reduzierst, ist klar, aber was machst du denn? Und wenn dann nichts kommt, dann weiß man genau, da haben wir wohl irgendwie einen Zielkonflikt. Genau. Und Bürokratie, das muss man noch dazu sagen, ist in weiten Teilen ja
aufgebaut worden von den Akteuren, die gleichzeitig fordern, Bürokratie abzubauen, nämlich wenn es zum Beispiel um erneuerbare Energie geht. Das sehen wir jetzt anschaulich. Vergleich LNG-Terminal, ganz super schnell und das soll der deutsche Standard werden. Es war schon immer möglich. Es war schon immer möglich, wenn man es denn will. Und Windräder brauchen 10 Jahre, brauchen, weiß ich nicht, 30 Aktenordner voller Genehmigung. Und hier macht man mal mit dem Fingerschnipp und zack hat man ein gigantisches Terminal gebaut, wo dann noch zigtausende Liter von Chlor in dieses Wattenmeer rein und Schäden, ach scheiß doch drauf. Aber auf der anderen Seite macht man sich dann sozusagen ins Hemd, wenn irgendwo ein Windrad aufgestellt wird. Also da muss man einfach wirklich mal in der Realität ankommen lassen, dass wir hier von vorne bis hinten verarscht werden. Das ist einfach so. Und das wird jetzt augenscheinlich. Es wurde durch Corona schon augenscheinlich, weil wir plötzlich gesehen haben, was alles sehr schnell geht, wenn man denn will. Und jetzt sehen wir es eben anhand der Energiekrise genauso, aber dass auch hier wieder bevorzugt die alten Energieformen nach vorne gepusht werden, die uns halt in diese Schlamassel geführt haben. Und das muss doch mal irgendwo ankommen, dass das nicht mehr sein kann. Also das geht doch nicht. Ja, und bevor wir, also hier jetzt auch weiter, nur der Satz noch, weil mir das vorhin noch unterkam. Ich habe es jetzt neulich schon mal gelesen, dieses von wegen, man muss das klarer formulieren, ja. Man muss da mehr Ehrlichkeit haben, ja. Und damit spreche ich jetzt für uns Zivilgesellschaft, die wir die Opfer sind dieser Entwicklung, dass wir, wenn wir uns organisieren, mit solchen Sachen beschäftigen. Und dann war am Ende dieser Punkt, wer ist denn der Adressat? Ist der Bürgermeister bei dem Rathaus, wo wir demonstrieren, Adressat? Nein. So, und dann kam dieser Punkt so, wir müssen vielleicht auch nicht zu dem Staatssekretär gehen oder zum Minister, sondern wir müssen bis zum Kanzler. Und das ist dann auch wieder dieses fehlende Verständnis von nicht demokratisch legitimierten Machtstrukturen. Weil wenn du heute demonstrieren willst, wenn du heute was bewegen willst, wenn du klar machen willst, hier muss sich was ändern, dann musst du jetzt nach Davos fahren. Die Leute, die hier die Veränderung machen können, insbesondere in diesem Systemzustand, den wir jetzt gerade haben, sowieso, weil wir haben keine Systemgrenzen, dass dann irgendwie so staatliches Handeln da jetzt besonders viel machen kann. Da musst du jetzt auf die Freiwilligkeit der Akteure irgendwie liegen und so weiter. So, das ist ja schön, dass Johann Rockström da irgendwas da erzählt und so weiter, aber am Ende sagen die auch so, fuck it, so nein, aber die müssen den Druck spüren. Die Leute, die dort beim WEF sitzen und so weiter, die müssen merken, dass wir das so nicht weiter akzeptieren. So, und dann haben wir eine Situation. Die Politik darf es natürlich auch nicht vom Wickel lassen, die müssen sie am Ende umsetzen und so weiter. Wir müssen anerkennen, dass nicht Olaf Scholz hier auf der Bremse steht, also der steht auch auf der Bremse, aber es sind halt eben auch die Leute, die dieser ganzen Chose verdienen. Ja. Und die verdienen auf Kosten unserer Zukunft. Und darüber müssen wir einfach mal reden. Also wenn da so ein Land sitzt und da irgendwie erzählt von wegen, man kann ja irgendwie Kunstwerke, wenn jetzt die ganze Welt unter Wasser steht, können wir die Kunstwerke hier in die Dolomiten schaffen und so weiter, wo mir nichts so einfällt. Was wir also das ist auch noch nicht mal, das ist noch nicht mal eine Sekunde lang witzig. Aber da kann man immer sagen, hör mal zu, dann lass doch mal drüber reden, wer verdient denn genau da dran und können wir nicht mal mit denen reden. Ich würde gerne mal hören, was ein Herr Kühne oder ein Herr Albrecht oder ein Herr Döpfner denn tatsächlich vorhat, um Klimaschutz zu machen. Das würde ich gerne mal hören. Das sind ja so Oligarchen. Ne? Wir werden ja auch von Oligarchen dann irgendwie, die gibt es ja nun auch hier bei uns in Deutschland, und die müssen wir halt irgendwie mal fragen. So, und solange wir das nicht machen, müssen wir halt irgendwie, da bellen wir einen Teil des Waldes an, einen Teil des Baums, aber der richtige Baum, wo halt sich wirklich was bewegen lässt, der ist woanders. Und die müssen wir adressieren, müssen wir machen. Ja, ich habe halt noch die naive Vorstellung, dass Politik sowas wie Repräsentanz der Zivilgesellschaft ist und sozusagen die Rahmen vorgibt für Wirtschaft und so weiter. Aber ich glaube, das ist sehr naiv. Also ja, also ich glaube, dieses das würde auch immer noch funktionieren. Nur dieses, du hast ja das Problem, wenn du jetzt heute irgendwie sagst, von wegen, ich ziehe das jetzt durch. So, ne? Ich bin jetzt Robert Habeck, ich ziehe das jetzt durch. Ich habe mich mit Olaf hier klargestellt und so weiter, wir ziehen das jetzt durch und Lindner wird nicht nochmal eine Regierung platzen lassen, weil da hat er zu viel Schiffbohr. So, also ich ziehe das jetzt einfach durch. Dann hast du das Problem, dass du am nächsten Tag kämpfen musst gegen im Prinzip den kompletten privaten Mediensektor und gegen jeden Wahlkreis und so weiter, wo dann irgendwelche Leute bei ihm heulen und so. Also was ich sagen will, ist halt diese Demokratie, die funktioniert im Ansatz ja immer noch, nur wir verhandeln hier an der falschen Stelle mit den falschen Leuten über die richtigen Themen und natürlich ist die Politik Repräsentanz von der Zivilgesellschaft, nur die Frage ist halt, wenn sie dann gewählt sind, setzen sie dann die richtigen Sachen in der richtigen Zeit auch an der richtigen Stelle um? Mhm. Wir haben ja mal eine Energiewende gehabt, die lief bis 2005. Und dann hat dann Merkel die abgebaut, 16 Jahre lang, und wir haben zugesehen.
So, und das muss man sich halt auf der Zunge zergehen lassen. Deswegen, ich glaube, das würde uns nicht nochmal passieren. Aber diese Umsetzung, die muss jetzt halt loslaufen. Und was wir gegenwärtig haben, ist halt genau das Gegenteil. So, und das ist der Punkt, ne? Also dieses zu sehen, was die Lagebeschreibung ist und dann eben, wo muss ich eben hin adressieren und wie klar muss man es denn machen? Also Dave, im Chat nochmal einen wichtigen Punkt. Natürlich sind also Politik und Wirtschaft extrem miteinander verflochten, halt auch auf privater Ebene. Also man geht zusammen auf Events, Essen etc., man spricht, man tauscht sich aus. Das heißt, man bildet ja sozusagen diese eigene Bubble, um über die Welt nachzudenken und was das Richtige für die Welt, den Wohlstand und whatever ist. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt, der mir einfiel, ist, warum immer so erpicht sein, Politik nur aus Regierung zu denken? Weil man sieht ja, was aus Opposition heraus für Politik gemacht wird, wenn wir uns die AfD anschauen. Und zwar keine schöne, aber man muss da attestieren, dass sie die Politik und die Regierung treiben, aus der Opposition heraus. Also ich würde auch mal eine Lanze brechen wollen für die Opposition, weil eine starke Opposition ist tausendmal mehr wert wie so eine, ja, weiß ich nicht, luftleere Regierung, wie wir sie gerade haben, die sich gegenseitig blockiert, wo ich dann auch sagen würde, hör zu, entweder wir ziehen das jetzt durch oder die Regierung ist geplatzt. Immer wieder dieses Narrativ zu bilden, ja, dann können wir mitregieren, können wir mitentscheiden. Nein, aus der Opposition heraus kann man auch viel radikaler Dinge vorantreiben und Politik treiben und so weit sogar treiben, dass man irgendwann vielleicht auch ganz andere Mehrheiten letztendlich bekommt, weil man auf seinem Wertesystem beharrt und da bleibt, wofür einen die Menschen eigentlich gewählt haben. Ja, ich glaube, genau. Und ich glaube auch, Zivilgesellschaft ist sich ihrer eigenen Kraft einfach nicht bewusst. Man hat durch die letzten 60 Jahre das auch so ein bisschen betäubt. Uns muss auch viel klarer werden, was wir für eine Macht in der Hand haben. Und eben nicht nur durch Wahlen und auch nicht nur durch Demo, sondern auch noch andere Möglichkeiten. Und ich glaube, die müssen wir auch eben als Teil der politischen Willensbildung auch deutlicher machen und auch hörbarer machen. So, ich glaube, da steckt auch noch viel drin. Aber darüber können wir nochmal separat reden. Wir sind jetzt ein bisschen vom Glossar abgekommen. Ich gehe nämlich mal zum nächsten Begriff über, wenn du möchtest. So, dann habe ich nämlich hier ein, das passt so ein bisschen dazu, die Spherical Cow.